Ah, nein! Jetzt habe ich hier ein kleines Meer. Und das Wasser müsste jetzt so ewig lang aufkochen, bis es verdunstet ist und nur noch Salz übrig ist. Aber woher kommt eigentlich das Salz? Unser Salz ist vor rund 250 Millionen Jahren durch die Verdunstung eines Urmeers entstanden. Holz aus dem Boden oder aus dem Berg, so wie hier Salzmine von B im Kanton Watt. Letztes Mal Sonne genießen. Ein rund 50 km langes Labyrinth aus Gängen und Schächten zieht hier den Berg. Schon seit 1684 baut man hier Salz ab. Früher mit Hammer und Pickel, heute braucht es einen grossen Bohrer und viel Wasser. Ich glaube, wir sind da. Es sieht auch schon ein bisschen danach aus. Der Luc Gahn ist einer von drei Mineuren in der Schweiz. Er bringt mich an seinen Arbeitsort, zmitzt im Berg. Leck du mich, riesig. Das ist jetzt die Halle, die gebohrt wird. 3 Kilometer sind wir hineingefahren mit dem Zug. So tief im Berg drin zu sein, das ist unglaublich. Also ich würde wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Aber jetzt sehe ich hier schon gut, es hat ja hier so weisse Stellen. Luc, kann man sagen, das ist Salz? Alors ici, on ne voit pas le sel, il n'y a pas de sel apparent. Mais on peut voir le sel pendant nos forages avec ces carottes. Ici, de la roche normale et gentiment, on voit l'apparition du sel. Et ici, c'est la partie qu'on va exploiter. Ja, es schmeckt eigentlich wie Salz, obwohl es eigentlich wie Steil aussieht. Es schmeckt tatsächlich wie Salz. Ich weiß nicht, ob das schon in seine Spaghetti rein tun kann, aber es schmeckt auch schon mal so. Jetzt sind wir aber wundern, woher das eigentlich genau kommt. Ici, on a notre futur forage. Sur ce forage, on va percer sur plus ou moins 1 km. Et on va chercher cette couche de sel que j'ai montré avant. Gibt es auch schlechtes Salz, das man nicht rausnehmen kann? Alors le sel, on va le trouver sur la forme, comme je l'ai présenté avant sur la carotte. On va pouvoir le voir de nous-mêmes. Et c'est avec des analyses qu'on pourra décider si ça vaut la peine ou pas de produire. Ah, ok. Alors ici, on a l'eau douce qu'on va injecter dans nos différents forages. Elle va se mélanger à la roche. Et ce mélange, ça va créer la saumure. Et elle va revenir dans ces tuyaux. Ces tuyaux vont aller directement à l'usine où là, ils vont transformer cette saumure en sel. Yeah. Ça, c'est ce qu'on va traiter en bas à l'usine. Tu peux goûter. Kleine Geschmackssondier. Oh, c'est wirklich wie Meerwasser, quasi. Und das fließt dann eigentlich zurück zur Fabrik. Spannend, ja. Oh, très salé. Ouais, c'est un des plus salés, celui-ci. Bei jeder Mahlzeit nimmst du Salz zu dir. Denn es wird vielen Lebensmitteln zugesetzt, die wir täglich essen. Besonders viel steckt in Brot, Fleisch und Käse oder in Fertiggerichten und Snacks. Und sogar in der Schokolade. Salz verstärkt den Eigengeschmack von Nahrungsmitteln, darum mögen wir es so. Pommes frites mit Salz schmecken einfach besser als ohne. Salz ist eine Verbindung aus Natrium und Chlorid und gehört zu den Mineralstoffen. Wir brauchen es zum Beispiel für die Verdauung, den Knochenbau, Muskelbewegungen und es regelt den Wasserhaushalt im Körper. Mit Hilfe von Salz gelangt Wasser an die Stelle im Körper, an der es gebraucht wird. Denn Flüssigkeit drängt immer dorthin, wo die Salzkonzentration höher ist. Wenn du zum Beispiel weinen musst, erhöht dein Körper die Salzkonzentration bei den Tränendrüsen. Dort zieht es das Wasser aus dem umliegenden Gewebe raus, deine Tränen. Jeden Tag verlierst du Salz, vor allem über Urin und Schweiß. Darum musst du es übers Essen wieder zu dir nehmen. Wenn du mehr Salz aufnimmst, als dein Körper braucht, schwemmen es die Nieren mit Urin wieder aus. Dadurch verlierst du Wasser, bekommst Durst und solltest genügend trinken. Z Brattelen im Kanton Basel-Land kann ich schauen, wie Salz verarbeitet wird. Von hier kommt der grösste Teil vom Schweizer Speisesalz. Der Urs führt mich auf den riesigen Tank voll Salzwasser, Zohle. Ja, schön.
tropisch schon fast. Tropisch klare Sohle, ja. Ich war ja vorhin zu Beck. Dort kommt ja Salz aus dem Berg und hier kommt Salz aus dem Boden. Oder wo ist da genau der Unterschied? Das Verfahren der Herstellung ist genau das gleiche. Hier bohren wir einfach oberflächlich bohren im Boden rein, vielleicht etwa 200 Meter tief. Wir pumpen Wasser ab, wir lösen das Salz auf, es kommt die Sohle zurück. Die Sohle von hier, die jetzt eben enthärtet ist, gereinigt ist, die geht in einen weiteren Tank und von dort dann in die Produktion rein. Die muss so eine schicke Schutzbrille tragen. Für was ist die genau? Also in einer Fabrik kann immer mal etwas umspritzen. Es kann eben eine Sohlenlösung spritzen und das würde die Augen reizen. Und das wollen wir nicht. Das ist, damit deine Augen auch gesund aus der Fabrik rauskommen. Nicht stolpern hier. Dann geht es tief ins Loch ab. Ja, dann geht es runter. Also im Gegensatz zu vorher draußen, wo es eher kühl war, hier hinten ist es extrem warm, oder? Sehr warm, ja. Also ich komme schon ein bisschen ins Schwitzen. Okay, das sind jetzt die Verdampfer, nehme ich an. Jawohl, das sind die 6 Verdampfer, wo wir die Sohle drin kochen oder sieden. Wie ich im Anweg rein, ist es jetzt auch so heiß drin, oder? Genau, weil da ist etwa 110 Grad drin. Das ist wirklich heiß. Da heizen wir halt auch den Raum. Es ist wirklich wie im Kochtopf, es sprudelt. Es hat so kleine Salzkörner drin, die wirbeln um. Und das Salzkörnchen bewegt sich dann so langsam von oben nach unten, wird immer grösser. Ja. Wenn es die richtige Größe hat, kommt es unten raus, zusammen in einem Brei, in diesem Salz-Sohlen-Brei, und wird dann zu einer Zentrifuge transportiert. Das ist wie eine Salatschleuder. Also du siehst jetzt, hier oben ist der Brei, das ist so eine, dort hat es Flüssigkeit drin, aber auch schon Salzkristall. Das spritzen wir hier rein und dann wird es geschleudert. Die Sohle geht weg und das Salz schieben wir nach vorne abschieben. Jetzt sehe ich, ich brauche eine Schutzbrille, weil das schmeckt mir ab und zu ein bisschen dran. Also das Salz ist jetzt immer noch feucht. Das geht jetzt hier unten runter, geht auf ein Förderband. Ist das jetzt ein Salz, das von unten ist rausgekommen? Das kommt aus der Zentrifuge raus, da kannst du gerne ein bisschen in die Hand nehmen. Warm. Du siehst, das ist warm, das pappt so ein bisschen. Und das muss jetzt noch getrocknet werden. Es fühlt sich an wie warmer Schnee. Aber kann man das jetzt schon probieren? Das kannst du essen. Das ist das reinste Salz, das du dir vorstellen kannst. Das ist nach 250 Millionen Jahren das erste Mal wieder Tageslicht gesehen. Aber könnt ihr das jetzt schon in meine Spaghetti rein tun? Absolut, ja. Dann nehme ich die Hampel doch schon mit heim. Und dort oben passiert noch etwas. Dort wird ja noch etwas aufgespült. Dort oben spritzen wir eine Lösung drauf, wo Jod und Fluor drin ist. Und darum haben wir noch ein Jod- und Fluorsalz. Und das ist wichtig für die Gesundheit. Früher hatten in der Schweiz viele Menschen eine Verdickung am Hals, einen Kropf. Anfang des 20. Jahrhunderts fand man heraus, dass diese Menschen einen Jodmangel haben. Denn in der Schweiz hat es nur wenig Jod in den Böden und darum auch in unsere Nahrung. Deshalb setzten sich Ärzte dafür ein, dass man dem Salz Jod beigibt, denn fast alle Menschen konsumieren regelmäßig Salz. Weil das gut funktionierte, beschloss man in den 1950er Jahren, dem Salz auch noch Fluor beizumischen. Dieses härtet den Zahnschmelz und schützt so vor Karies. Manche Menschen konsumieren aber lieber reines Salz, darum können wir im Laden Salz mit oder ohne Jod und Fluor kaufen. Für Packungsanlage, da brauche ich jetzt meine Brühe nicht mehr, oder? Nein, da kannst du dann abziehen, ja. Ja, aber wie gesagt, jetzt hier, das Salz ist fertig parat, so kann man es kaufen. Was passiert denn, wenn das Salz mal ausgeht? Also, wir haben sicher noch für einige hundert Jahre genügend Salz in der Schweiz, das wir können abbauen und in die Päckchen abfüllen. Also ein Problem, das wir uns noch nicht darum kümmern müssen. Super, aber so ein Salz brauche ich jetzt. Darf ich eins mitnehmen? Selbstverständlich. Merci mal. Und dann schauen. Voilà. Ja, das ist das Salz, das man auch kaufen kann. Ich muss sagen, ich finde es sehr krass, was für einen weiten Weg das hinter sich hat. Das ist ja eigentlich auch mega alt. Und das wird, was alle Stufen, die jetzt laufen, damit ich das nachher essen kann, das wird sehr faszinierend sein.